Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts San Andreas. Beim letzten Mal haben wir Shion gefunden. Hooray, jetzt ist sie wieder da. Dann lass mich dir das hier geben, bevor wir aufbrechen. Ein Allheilmittel. Schwieriges Wort, hör mal. Weg mit dir. Boah, nicht so freundlich. Hey Axel, hast du immer zu erzählen? Du und sie, ihr kriegt das schon hin. Erregt aber kein Aufsehen, okay? Ach übrigens, da hast du die Bonusanzeige vollständig gefüllt, Roxas? Die Organisation belohnt diejenigen, die sorgfältig arbeiten. Versuch's mal, fülle die Anzeige für die Tage 51 bis 57 und rede mit Sykes, vielleicht gibt ihr dir was. Okay. Oh hey, du hast die Bonusanzeige gefüllt, sehr gut. Da ist aber jemand fleißig. Ich glaube, Sykes hat eine Spezialmission für dich. Frag ihn nach den Einzelheiten. Eine neue Mission ist verfügbar. Ja, weil wir die Mission... welche waren's? Hier. Da wir die vier Missionen alle erfolgreich abgeschlossen haben, haben wir jetzt eine zusätzliche Mission für den aktuellen Block bekommen. Hat sich also gelohnt, mit gutem Axel zu reden. Jetzt können wir erstmal noch ein bisschen einkaufen gehen. Wir können jetzt nämlich... ganz neu wieder schmieden, wenn wir das wollen. Also können wir Rollattacke Stufe plus schmieden, scheinbar, wo wir noch gar keinen Purzelbaum mit höheren Plätzen haben. Aber wir können schon mal sehen, dass wir dafür offensichtlich Energietech plus und eine Premiumkugel brauchen. Dinge, von denen wir noch nicht mal gehört haben. Aber die gibt's jetzt. Ansonsten haben wir hier nichts Neues drin. Haben wir noch nichts Neues zum Kaufen und zum Schmieden bekommen. Aber wir sollten uns mal dringend ausrüsten, nachdem ich ja beim letzten Mal schon festgestellt habe, dass ich vergessen habe, den Rucksack mitzunehmen. Den wollen wir auf jeden Fall dabei haben. Außerdem wollen wir mal Blockenstufe Plus hier reinpacken. Und die Luftgrätsche wollen wir da auf jeden Fall auch reinpacken. Hier, Luftgrätsche, kommen wir da hin. Jetzt haben wir natürlich wieder keinen Platz. Was nehmen wir dann am dümmsten hier raus? Für den Rucksack. Den will ich nämlich auf jeden Fall haben. Nehmen wir Hast raus? Ne, ich glaube, Hast ist noch das Unnützeste von den ganzen Sachen. Den Rucksack wollen wir auf jeden Fall haben. So. Dann eben so. Wir haben mit allen geredet. Dann können wir mit Sykes reden, schätze ich. Entweder ihr zwei erledigt die Arbeit von drei, oder diese Abmachung hat ein Ende. Okay, wir haben eine neue Bonusanzeige. Mit ganz vielen neuen Missionen. Jetzt... ganz, ganz viele neue Missionen offensichtlich. Erkunde die Höhle in der Wüste, sammle die Organisationsembleme, vernichte die Schattenflecken, erforsche das Schloss des Biests, sammle Herzen. Also, viel zu tun. Wie viele brauchen wir denn, damit die Bonusanzeige auf mal 2 geht? Das sind 3, 4, 5, 6, 7, 8. Brauchen wir, das sind 2. Das sind 3, das sind 2, das sind 4. Das ist also einiges wert und das ist nur 1. Okay, schauen wir mal, was es an Missionen und Belohnungen gibt. Das ist mir zum Beispiel alles relativ egal. Das will ich auf jeden Fall mal 2 haben, wenn es geht. Das ist mir relativ egal. Das hätte ich gerne mal 2. Und das hätte ich eigentlich auch gerne mal 2. Wir müssen uns auf jeden Fall für 1 entscheiden, dass wir davon nicht mal 2 nehmen. Das würde ich auf jeden Fall mal 2 haben. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass wir es sowieso noch nicht komplett abschließen können, weshalb die Glückstechs eigentlich ziemlich egal sind. Ich hätte es trotzdem gerne mal 2. Das ist mir relativ egal, habe ich gesagt, ne? Ja, das ist relativ egal. Das war auch relativ egal. Dann fangen wir doch am besten einfach mal mit den beiden jeweils an. Vernichten wir einfach mal erstmal Schattenflecken. Ah, wurde von Schattenflecken überrannt. Sie werden zwar momentan als harmlos angesehen. Aber sie weiter vordringen zu lassen, könnte schwere und unvorhersehbare Folgen haben. Finde ich sie gemeinsam mit Shion. Jo, dafür geben wir Feuerrezept, Leuchtsplitter und Feuer. Eben nichts super Wichtiges, dass wir das dringend mal 2 kriegen müssten. Ja, finde und vernichte so viele Schattenflecken wie möglich. Erstmal können wir schauen, dass deine Potion drin ist. Okay? Haben wir sonst noch irgendwas... ich konnte gerade irgendwas anvisieren. Da oben ist ein Schattenfleck. Okay. Die haben also durchaus noch was in dem Raum. Gut zu wissen. Dann können wir erstmal schauen, dass wir an die Schatztruhe hier vorne rankommen. Da ist eine Potion drin. Okay.
Der Komboschlag hat dafür jetzt nicht so richtig geholfen. Dann werden wir dafür wahrscheinlich eher einen Feuerzauber einsetzen. Könnte sonst etwas komplizierter werden, dran zu kommen. Na, einmal Feuer drauf. Okay, das ist nicht gut, dass wir jetzt schon einen Feuerzauber komplett verschwendet haben. Dann eben einen zweiten Feuerzauber drauf. Freuen tut mich das nicht. Vor allem, wenn es hier jetzt noch große Rüstungen gibt, die wir auf jeden Fall mit Feuerzaubern vernichten wollen, weil es uns ewig dauert. Jetzt sollten wir uns allerdings erstmal um die ganzen Großmäuler kümmern, weil die großen Rüstungen uns einfach nur voll heilen. Wenn wir die nicht erledigen. Hier gibt es bestimmt noch mehr davon. Ich will nicht, dass die mitten im Kampf irgendwo neben mir spawnen und dann das anfangen, große Dinge da mit den vielen HP wieder voll zu heilen. Sind nämlich überall Großmäuler, wie man sieht. So, du auch kaputt. Dann haben wir hier schon mal ein Qualabzeichen. Haben wir das schon mal gefunden. Noch mehr Großmäuler. Wenn hier oben werden sie wahrscheinlich nicht aus Versehen gespawnt, während ich da unten gegen den Gegner kämpfe, aber so aus dem Weg räumen kann trotzdem nicht schaden. Okay, kann ich diese Schatztruhe öffnen? Ja, ist ein Eisen drin. Da vorne ist noch eine Schatztruhe. Schauen wir erstmal, ob hier oben noch irgendwas ist. Es sieht nicht so aus. Wir sehen von hier doch keine Schatztruhen, die wir sonst nicht rankommen würden. Okay. Dann können wir uns jetzt um die große Rüstung kümmern. Sollten eigentlich jetzt keine großen Mäuler mehr sein, die ihn heilen können. Roxas, kannst du ihn bitte angreifen? Das wäre super freundlich von dir. Na gut. Okay, schon wieder umgefallen, damit habe ich nicht gerechnet. Wenigstens hilft Shion beim Kampf. Scheint gut Schaden zu machen zwischendurch. Sehr nett von ihr, sinnvoll mitzuhelfen. Dafür, dass sie ja nicht mit dem Schlüsselschwert angreifen kann, kann sie nur noch Magie spammen. Um uns zu helfen. Aber das tut sie immerhin. Oh, Cyanidsplitter. Noch eine große Rüstung. Nichts Schöneres. Wenigstens bringen die Viecher halbwegs Herzpunkte. Na, immerhin. Für irgendwas sind sie doch noch gut. Hör auf, Shion zu prügeln. Die kann nicht mal ein Limit einsetzen, wenn du sie komplett verprügelt. Hat ja kein Schlüsselschwert. Die Arme. Wie das nur sein muss, ohne Schlüsselschwert im Kingdom Hearts Spiel. Da inzwischen doch irgendwie, dank Story, so ziemlich jeder ein Schlüsselschwert besitzt. Entweder besitzen ein Schlüsselschwert oder sie sind Xemnas. Oder beides. Ja, nicht Xemnas, sehr Nord. Eins von beiden. Oder eben, wie gesagt, eben beides. So, wunderbar. 22 Herzpunkte. Immerhin. Wobei es da auch irgendwie schon affig ist, dass zwei Zickzack-Zipfler mehr Herzpunkte bringen als eine von diesen verdammten Mini-Bossen. Und das sind sie ja mehr oder weniger, solange wie die brauchen, umgehauen zu werden, sind sie mehr oder weniger Mini-Bosse. Und da oben ist nichts drauf. Aber hier den Schattenfleck wollen wir natürlich verprügeln. Wunderbar. Ich glaube, das ist auch der einzige Grund, warum die der Block da ist, den wir da hinschieben können. Und dann können wir noch diese Schatztruhe öffnen. Dann, oh, eine Potion! So was Tolles! Eine einzelne Potion! Danke, Spiel. Solange könnten sie echt mal Heat-Potions und Sachen reinpacken. Wenn wir nicht alle zwei Potions, eine Heat-Potion verschmieden können, dann sehe ich hier auch keine weiteren Schattenflecken drin. Dann können wir uns auch in den nächsten Raum aufmachen. Und dann haben wir hier Schattenlurche und Brabbelbäger. Okay. Vielleicht mal besser abvisieren. So, damit haben wir schon die Mission so weit abgeschlossen, wie wir es absolut müssen. Aber natürlich wollen wir noch nach weiteren Schattenflecken Ausschau halten. Außerdem ist hier vorne das Einheitsabzeichen für den Missionsmodus. Shion ist schön vor mir gespawnt, um meinen Weg zu blockieren. Danke, Shion, hat geholfen. Können wir den Schattenfleck noch erledigen, der hier so offensichtlich in der Gegend rumhängt.
Dann haben wir da unten noch eine Schatztruhe, die letzte. Es sei denn, natürlich ist es ein Mimik. Werden wir ja gleich sehen. Na, was hast du fallen gelassen? Eine Potion. Ui. Ist kein Mimik. Ist eine Heal-Potion drin. Okay. Damit kann ich leben. So, mehr Brabbelbälger. Die leider keine Herzpunkte bringen. Und mehr Schattenleuchte, die keine Herzpunkte bringen. Richtig sinnvolle Gegner. Na, Schattenfleck. Und damit haben wir auch die Mission komplett abgeschlossen. Haben auch Qual und Einheitsabzeichen eingesammelt. Also wüsste ich nicht, was es hier sonst noch großartig geben sollte. Wir haben alle Schatztruhen. Dann können wir ja wieder gehen. Naja, nicht so lang die Mission. Hat sie in Grenzen gehalten. So, zurück zum Schloss. Ja, bitte. Bitte lass mich zurück zum Schloss gehen. So, Feuerrezept und Leuchtspitze dafür gekriegt. Ja, und das war's. Nichts Berauschendes. Tag 76. Das Wichtige ist, dass wir einen Feldfreigeber gekriegt haben, weshalb ich jetzt Hast wieder mit reinpacken kann. Gib mir bitte meine Hast zurück. Da. Hast. Hast. Hab mir schließlich die Mühe gemacht, Hast extra zusammen zu farmen, damit ich es auch benutzen. Okay. Haben wir noch 4 Missionen zu erledigen. Ich habe gesagt... Das da ist mir auch relativ egal, ne? Dann können wir die doch einfach auch als nächstes machen. Erkunde die Höhle in der Wüste. Ja, die hatte nämlich nur Eis und Cyanidsplitter. Sammle gemeinsam mit Shion Informationen über die Höhle in der Wüste. Nimm dich auf Feuerpflanzen in Acht. Das können wir. Das geht. Dann kriegen wir jetzt extra eine Cutscene dafür, weil es eine wichtige Mission ist, die wir machen müssen. Oder... Ja, wir kriegen sich eine Cutscene. Wir sollen diesmal seine Höhle untersuchen? Genau. Axel und ich haben sie gefunden. In der Stadt ist ein geheimer Zugang. Wow. Wie habt ihr ihn gefunden? Wir sind einem dicken Kater gefolgt. Reiner Zufall. Wir haben jemanden Verdächtigen gesehen. Axel meinte, wir sollten ihn beobachten. Und das hat euch zu der Höhle geführt? Gut von Axel. Und? Bereite Sachen nachzugehen? Ja. Zur Geheimtür geht es da hinunter. Komm. Jo. Erkunde die Wunderhöhle. Das können wir. Erstmal können wir aber auch diese Truhe noch öffnen. Ist eine Potion drin. Man kann nie genug Potions aus Schatzungen kriegen. Offensichtlich. Na, Großmoll erledigt. Scharlachroter Tango erledigt. Noch ein Scharlachroter Tango. Auch erledigt. Shion hat sämtliche Kills abgestaubt. Gute Arbeit, Shion. Hast du gut gemacht. Ich weiß nicht genau, warum die überhaupt ihr Schlüsselschwert zurückhaben will. Das scheint wunderbar zu funktionieren. Ja, ja, Story und so. Herzen werden nicht gesammelt. Aber das Erledigen von Herzlosen scheint ihr einwandfrei zu gelingen. So. Gut, dass sie hier keine Gegner in den Raum gepackt haben. Ich krieg wirklich keine Kills, ne? Oh, ich hab tatsächlich mal einen Kill gekriegt. Hooray. Doch mal Bonus-Herzpunkte bei der ganzen Sache. Okay. Ansonsten scheint hier jetzt aber nichts mehr zu sein. Dann weiter in den nächsten Raum. Was haben wir hier? Mehr Laut... Ja. Mehr Großmäuler. Mehr scharlachrote Tangos. Jede Menge davon. Von beidem wieder. Mochten sie scheinbar in der Mission. Naja, halt du dich mal voll, Großmaul. Ist mir egal. Kommt sowieso das nächste wieder gespawnt. Du bist erledigt, sag ich. Okay, haben sie wieder eine Potion fallen gelassen. Ne, sogar eine High Potion. Und damit kann ich leben. Und hier vorne ist noch eine High Potion. Man könnte fast meinen, dass die Potions in Schatztruhen totaler Unfug sind. Aber auch nur fast, ne? So, Scharlachroter Tango erledigt. Ein weiterer. Dann können wir jetzt mal auf den oberen Stockwerken nach mehr Großmäulern und noch mehr Tangos Ausschau halten. Dann geben wir hier noch eine Potion. Großartig. Dann ist da oben keine Schatztruhe drauf. Okay. Dann müssen wir da oben auch schon mal gar nicht hin. Wir sollten aber noch überprüfen, ob hier oben noch irgendwas ist.
Ich sehe da oben nichts, ich sehe da oben nichts, hier ist direkt nichts gut. Dann müssen wir das nicht weiter überprüfen. Okay, dann gehen wir am besten einfach hier oben durch. Ich gehe mal lieber durch die oberen, durch diesen oberen Zugang rein, dann kann ich nämlich direkt hier zu der Schatzruhe rüberspringen. Das sind meistens welche. Oh, wir haben Gesellschaft. Ein scharlachroter Tango, der Abu belästigt. Herzlose. Was willst du unternehmen? Verprügeln? Als hätten wir eine Wahl. Räumen wir sie aus dem Weg. Alles klar. Ja. Besiege die Herzlosen. Es hat sich ja gelohnt, durch den oberen Eingang hier reinzukommen. Danke, Spiel. Es ist nett von dir, mir die Möglichkeit zu geben, von oben hier reinzukommen und mich dann automatisch nach unten zu parken. Warum bin ich denn überhaupt hochgeklettert, ne? Leichte Zeitverschwendung. Ganz viele scharlachrote Tangos, riesen Herausforderung. Und ja, da oben ist eine Schatztruhe drauf, wie ich es erwartet habe. Deshalb wollte ich durch den oberen Eingang, nämlich hier in dem Bild nicht klettern muss, weil das hier deutlich umständlicher ist zu klettern als in dem Bild. Aber wenn das Spiel nicht will, ne? Macht man nix. Hey Abu! Alles klar, wir haben die Herzlosen für dich verscheucht. Wir sehen nicht deutlich vertrauenserweckender aus. Und nicht viel. Der Affe. Den habe ich das letzte Mal auch gesehen. Hey Roxas, guck mal. Hä? Was soll das sein? Das muss er fallen gelassen haben. Wo hat er sowas her? Das ist eine gute Frage. Was meinst du? Sollen wir es hier lassen? Mach was du willst, Shion. Wenn du es nicht nimmst, würde es jemand anders mitnehmen. Dann behalte ich's. Vielleicht erweist es sich noch als nützlich. Zack. Meins. Meins. Okay, auf zur Höhle. Ja, auf. Aber erstmal auf hier eine Etage nach oben, weil ich will die Schatztruhe haben, die da oben drauf ist. Zu der ich eigentlich hin wollte. Von der Spiel mich abgehalten hat. Ist da oben was? Nein. Gut, dann müssen wir sich nur die Schatzruhe hinten holen. Also schön, endlich Luftgrätsche zu haben und nicht mehr mit Luftkombos Reichweite kriegen zu müssen in der Luft. Da ist immer ein Äther drauf gewesen. Immer was Nützliches. Na, noch mehr Zwischensequenzen scheinbar. Wo wir mal wieder Sora sehen. Die hat sich gelohnt, die Cutscene. Nicht so richtig, ne? Ah, scharlachroter Tango. Ein weiterer davon. Jetzt sind bestimmt noch mehr Gegner. Na, als hätte ich es geahnt. Noch mehr Tangos. Noch mehr Großmäuler. Immer gibt die Mission ordentlich Herzpunkte. So viele Herzpunkte kriegen wir normalerweise nur durch irgendwelche Boss-Missionen. Oh mein Gott, die Großmäuler hat mich tatsächlich mal angegriffen. Normalerweise sitzen die dann nur doofen Hai in sich. Wahnsinn, wir können ja angreifen. Ach komm schon, geht einfach kaputt. Ich kann euch zwar teilweise gar nicht richtig sehen, wo und was ich angreife. Aber Sachen sterben trotzdem um mich rum. Von daher ist alles gut. Gib mir noch eine Heal-Potion. Auch dieses Großmal hat angegriffen. Unglaublich. Ja, noch ein paar. Bonus-Herzpunkte. Ein paar Bonus-Taler hier drin. Okay, hier draußen waren keine Schatztruhen. Sind bestimmt die letzten fünf irgendwo hier drin. Untersuche verdächtige Stellen. Aber prügel dich erstmal mit Feuerpflanzen. Und weiteren scharlachroten Tangos. Weil du Sachen sowieso nicht untersuchen kannst, während du im Kampf bist. So, hier sind doch bestimmt noch irgendwo weitere Gegner, ne? Bevor wir jetzt anfangen, Sachen zu untersuchen. Da sind in der Tat noch weitere Gegner. Und erledigt. Gib mir die Taler bitte. Danke. Das ist hier nichts mehr? Okay, das war relativ wenig.
Aber gut, das hier können wir offensichtlich untersuchen. Hm, was ist nur dieser... warum ist nur dieser Teil der Mauer eingestürzt? Spürst du das? Ein Luftzug. Auf der anderen Seite muss eine Kammer sein. Okay, dann ist da halt eine Kammer auf der anderen Seite. Müssen wir noch einen Weg reinfinden. Ich habe jetzt zufällig gerade keine Bombentasche dabei, um es aufzusprengen. Hier hinten noch irgendwo Hinweise, scheinbar nicht. Plöppt zumindest kein Fragezeichen auf. Ich schätze mich gerade von hier aus einfach hier rauf. Okay, kann ich. Mehr Tangos prügeln. Ach, die Tangos mochten sie in dieser Mission aber. Na, große Fans von. Na komm schon, kletter doch einfach hoch, Roxas. Hör auf mich zu nerven. Dann können wir das mal wieder untersuchen. Hey, was hältst du davon? Da ist ein Loch. Sieht aus, als hätte da etwas als sollte da etwas hineinpassen. Es haben Löcher so an sich. Hat ungefähr die gleiche Größe wie dieser Edelstein. Ja, dann packen wir einfach mal da rein. Klonk. Da scheint was getan zu haben. Ja, es hat 1, 2 und 3 aktiviert. Das gibt's ja nicht. Er ist gleich eingerastet. Das erklärt dann wohl, wohin darf er hatte. Hier kommt er her und hier sollte er dann wohl auch bleiben. Wollen wir uns weiter umsehen? Nick. Sollten wir. Wir sind noch nicht ganz fertig, glaube ich. Wir haben hier alles durchkämmt. Was jetzt? Gehen wir tiefer in die Höhle hinein. Okay. Neuer Durchbruch. Ja, wir haben erfolgreich durchbrochen. Tango, komm her. Hör auf, da oben irgendwo rumzufliegen. Oh, die Feuerpflanze ist auch erledigt. Ist da hinten Schatztruhe drauf? Ne, das ist glaube ich nur der Schalter, den wir schon umgelegt haben. Gut, da muss ich die komische Holzbox nicht komplett durch den Raum prügeln. Bin ich schon glücklich drüber. Das dauert nämlich sonst eine ganze Weile. Kennen wir ja schon. Haben wir ja schon mal festgestellt, dass das eine Weile dauert. Oh, den Tango hier noch erledigen. Komm, spuck mir dein Feuer irgendwo hin, wo du mich nicht triffst damit. Okay, diesen offensichtlichen Riss können wir uns allerdings nicht anschauen. Scheint keine Kammer hinter zu sein. Die Pötte brauchen wir nicht verprügeln. Dann haben wir hier weitere Großmäuler. Das ist richtig abwechslungsreich, die Herzlosen, die man dieser Mission verprügelt. Wie viele Tangos und Großmäuler haben wir ja schon verprügelt in dieser einen Mission. Die Säulen hier bewegen sich noch nicht rauf und runter. Das heißt, den Schalter müssen wir gleich noch aktivieren. Aber jetzt schaue ich mich erstmal noch im Raum um. Erstmal noch mehr Gegner verprügeln, bevor wir anfangen, das Platforming wieder zu aktivieren. Ja, schließlich schon gesehen, wo die drei Dinger sich aktiviert haben. Da waren wir an allen drei Stellen schon. Dafür brauchen wir die Säulen wieder aktiv. Okay, ist noch eine Potion drin. Ist auch bestimmt auch bald voll, ne? Na, es geht. Ein bisschen Platz haben wir noch. Nicht viel, aber vor allem haben wir jede Menge Potions eingesammelt, sodass wir schnell wieder Platz im Rucksack machen können, indem wir noch ein paar Potions reinschmeißen. So, jetzt sollten sich die Säulen wieder aktiviert haben. Und dann können wir jetzt wieder Platforming machen. Hooray! Platforming! Nichts Schöneres als Kingdom Hearts Platforming. Nichts Schöneres. Schön, versuchet gar nicht erst. Muss ich sowieso mehrfach hinter mir her teleportieren. Das haben KIs so an sich. Die haben halt nicht so mit Springen. Okay, da haben wir hier vorne auf jeden Fall schon mal das erste glühende Objekt. Und mehr Feuerpflanzen. Und scharlachrote Tangos. Gute Arbeit, Chiron. Stolz auf dich. Aber was hat es mit diesen komischen Würfeln hier überhaupt auf sich? Erfahrt es beim nächsten Mal bei Let's Play Kingdom Hearts. Bis dahin. Aloha.